Subsurfen, Stand-Up-Paddling oder einfach nur Stehpaddeln, drei Bezeichnungen für eine Sportart, die in Deutschland und Berlin immer beliebter wird. Sub ist, wir stehen sozusagen auf sogenannten großen Surfbrettern. Die sind so um die 3,80 Meter lang im Allgemeinen, wegen des Volumens. Und haben einen Stechpaddel in der Hand und paddeln auf dem Brett. Halten die Balance, wechseln das Paddel rechts, links, sonst würden wir im Kreis fahren. In Deutschland ist das Stehpaddeln noch relativ jung. Erst nach der Jahrtausendwende schwappte das Suppen nach Europa. Ich persönlich war total fasziniert von dieser ganzen Geschichte und habe mir 2007 mein eigenes Board beschafft. Habe mir dann viel Häme abgeholt, weil, oh, ist doch langweilig und was ist denn das für ein Quatsch und eigentlich gehen wir lieber Windsurfen. Ja, ich gehe auch lieber Windsurfen. Aber dennoch, es gibt hier genug Tage ohne Wind oder ohne vernünftigen Wind und es ist ein super Trainingsgerät. Bei den Berliner Meisterschaften gibt es zwei Wettkampfvarianten, den Sprint über 200 oder 400 Meter und die Long Distance mit ganzen 10 Kilometern Strecke. Hört sich anstrengend an und ist es auch. Rücken, Arme, Beine, Gleichgewicht, Sinn und natürlich Kondition. Die Trainingseffekte beim Sub sind vielfältig. Das ist einfach ein gutes Workout. Ne? Man muss nicht in so ein Fitnessstudio rumhampeln. Man geht einfach aufs Wasser. Das macht mir mehr Spaß. Das ist extrem super für die Rumpfmuskulatur. Das ist extrem gut für den Rücken. Keine Rückenprobleme mehr, seitdem man das also regelmäßig macht. Andererseits ist aber für mich auch nach der Arbeit unheimlich meditativ. Also dann so ein Ruhepaddeln, auf dem Wasser sein, über dir den Himmel, kein Mensch, das ist echt ein Traum. Kann man super entspannen. Ob Meditation oder Konditionstraining, es gibt verschiedenste Gründe für das Stehpaddeln. Immerhin rund 50 Sportler gehen bei der Berliner Meisterschaft an den Start. Die Veranstalter sind zufrieden. Subsurfer nehmen die Sache eher locker. Leistungsdruck und strenge Reglementierungen gibt es hier nicht, zumindest noch nicht. Momentan ist das alles noch sehr frisch und ich hoffe, es bleibt auch das Aloha-Feeling sozusagen in dem Sport, denn der Sport kommt aus dem Pazifik, kommt aus Hawaii und ich finde, wir sollten uns das Aloha-Feeling hier aufrechterhalten. Egal wie man die Sportart nun nennt, Subsurfen, Stand-Up-Paddling oder Stehpaddeln, der Spaß bleibt immer der gleiche.